Hey, hallöchen, du kleiner Schlingel, und willkommen zurück hier auf dem Battlespot, wo wir gegen diesen Japaner kämpfen. Ja, sobald da Leute sind mit japanischen oder chinesischen Buchstaben im Titel, god damn, der Boy resistet mich hart. Nenne ich ihn einfach mal diesen Japaner. Ja, wir haben heute ein einziges MVP am Start und im letzten Part wollte ich euch ja das schon zeigen. Jetzt allerdings mit einem neuen Versuch, sage ich jetzt mal. Und Leute, ich sag mal so viel. Ich habe mein Team, naja, etwas versucht zu verbessern, aber es ist nicht gut. Mir geht es nicht darum, um zu gewinnen oder zu verlieren oder was auch immer, sondern mir geht es rein darum, euch dieses Set vorstellen und zeigen zu können. Dafür muss ich einen Gegner bekommen, der irgendwie brauchbare oder machbare Pokémon hat. Aber ich sehe hier Heatran, der mein Leben zerstört. Ich sehe hier fucking Ferrothorn. Oh Gott, Alter. Alright, er hat böse Pokémon. Er hat echt dreckige böse Pokémon, die mich nerven. Okay, probieren wir mal mit Morbitesse zu leaden. Dann nehme ich noch, boah Junge, ja, irgendwie macht das überhaupt null Sinn, ne? Das macht super null Sinn. Das Leute, wir werden so krass verlieren. Ich sehe das jetzt schon. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das Setup, um euch das spezielle Set zu zeigen, Leute. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. So. Denn wir haben wieder unser Ambidiffel dabei. Unser Ambidiffel mit dem Lebenorb. Was ich euch gerne, gerne zeigen möchte. Okay. Morbitesse. Ist es ein Mega-Sumpex? Ist es ein Tarnsteine-legendes Sumpex? Ich gehe mal auf den Trickbetrug. Wer weiß, wenn es ein Mega ist, habe ich verschissen. Wenn nicht, dann wird er jetzt für immer und ewig Tarnsteine spammen. I don't know. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Mega-Sumpex ist. Ich glaube, es ist eher so das defensive Set mit vielleicht Rocky Helmet oder sowas und Tarnsteine und so ein Kram. Ne? Wenn er schon als Lead spielt, keine Ahnung. Wer weiß, vielleicht bekommen wir sogar das Setup raus. So. So, ich hoffe jetzt einfach mal. Oh Gott, es ist sein. Er hat kein Item oder es ist wirklich sein Mega. Oh Gott, es ist wirklich sein Mega. Oh Junge, es ist wirklich sein Mega. Jo, einzige Möglichkeit ist jetzt zu hoffen, dass er nicht für den Ice Punch geht, sondern für irgendwie eine Kaskade oder so, damit ich den Ice Punch tanke. Und dann vierfach effektiv zurückschlagen kann. Alter. Ich hätte Glurak mitnehmen sollen. Dann wäre sein Regentanz im Arsch gewesen so. So, da kommt die Kaskade. Ist natürlich fucking Stab im Regen. Macht super Damage, aber Fully Power ist halt defensiv. Und, ja, ich würde jetzt mal behaupten, wenn er nicht unbedingt den Ice Punch hat, ich gehe mal für einen Gena. Ne, Fully Power mit Gena ist super geil, weil wenn er jetzt raus switcht, dann force ich ihn mit dem Gegner, mit dem Gena eigentlich wieder zu switchen. Und das ist ganz cool, weil dann bekomme ich immer wieder Überreste, Recovery, und ich könnte potenziell einen Schwertanz aufsetzen. Ich glaube, er hat Angst vor dem Schwertanz. Und ich glaube, er überlegt sich jetzt ganz genau, ob er für den Ice Punch gehen soll. Falls er ihn hat. Ich gehe mal davon aus, dass er ihn hat. Aber er wird nicht reichen. Und ich glaube nicht, dass er seinen Mega-Sumpex einfach so wegschmeißen will. Genau. Und deswegen wechselt er raus zu Heatran? Nee, zu Ferrothorn. Okay. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, falls er jetzt rauswechselt nämlich, ich kann jetzt auf Staffette gehen, okay? Und wenn er nicht rauswechselt, er wechselt raus. Und jetzt ist die Frage, zu wem? Wer kommt rein? Sein Azumarill. Alright. Sein Azumarill kommt rein und ich kann jetzt zu Morbitesse.
Und falls er Bellydrums spammen will oder so, ne, jetzt jubel ich ihm einfach den Wahl, das, ne, Trickbetrug hier, bam. Jo, machen wir mal, ne, er kann nicht rauswechseln. So, er ist jetzt in den Angriff gelockt, den er jetzt macht. Das Beste für ihn wäre jetzt ein Knuller. Ein Naschschweif, okay. Das macht Damage auf Doom, Alter, und wir überleben mit einem KP. Wir überleben es tatsächlich mit einem KP. So, der Regen lässt nach. Er wird uns jetzt outspeeden. Will ich Morbitest schon sacken? Er hat mir alle Pokémon gezeigt, ne? Er hat sein Dingens, er hat sein anderes Pokémon hier, sein Ferrothorn. Ferrothorn mit Morbitest kann ich eh nichts gegen Ferrothorn machen. Es war mehr oder weniger eigentlich nur gut, um jetzt Azurill oder Azumarill, ne? Ich outspeede? Ich habe ihm gerade einen Wahlschall gegeben, Digga. Ich habe dem Typen einen Wahlschall gegeben und ich outspeede. Lel. Alright. Entweder du bleibst jetzt mit deinem Azumarill drin. Das Einzige, was mir ein bisschen Probleme macht, ist das Ferrothorn, weil das resistet mich super, super heftig. Das resistet mich ultra krass. So, das Problem ist jetzt, er könnte jetzt rauswechseln, ne? Ich gehe einfach auf Gena. Falls er rauswechselt, er wird rauswechseln. Er geht nicht für Nassschweif auf ein physisch-defensives Volipurba. So, gucken wir mal. Er geht auf Ferrothorn. Okay, das ist das Best-Case-Szenario, mein Freund. Das ist das Best-Case-Szenario. Einfach nur. So, Überreste. Ne? Bababam, bababam. Hat er eine Toxic oder so drauf? Könnte ich mir gut vorstellen. So, der Schwertanz kommt, Freunde. Das ist der Versuch zu sweepen jetzt. Wir haben kein Chlorophyll, das heißt, es wird ein bisschen schwierig werden, ein, ne, Dingens zu, ja, ich weiß nicht, zu outspeeden potenziell. I don't know. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Ding resistet leider meinen Ambidiffel krass und hat den, hat Iron Barbs und so ein Kram, ne? Das ist das Problem. Aber wir sind schon mal nicht schlecht dabei. Das Einzige, was mir gefährlich werden kann, ist leider der Aqua Jet. Alright. Ist leider der Aqua Jet von seinem Dingens. Aber jetzt pennt er ein, ne? Will er mich jetzt wirklich irgendwie auf plus 6 kommen lassen oder so? Ich gehe nochmal auf den Schwertanz, Alter. Ich gehe nochmal auf den Schwertanz. Ich will auf plus 4 sein. Digga. Er ruft zurück. Bitte in Azumarill. Jawoll. Okay, jetzt wirst du mit dem Scarf wirst du mich outspeeden, weil du hast vor Morbitest auch nicht outspeedet. Egal, du kannst mich nicht rausnehmen mit einem Hit. Du kannst mich nicht rausnehmen mit einem Hit. Will ich nochmal für einen Schwertanz gehen? Nee, falls da ein echt krasser Knuddler kommt oder so, dann ist mir das echt zu riskant. Oh, ich outspeede ihn. Oh, ich bin ein Idiot, Alter. Oh, ich outspeede ihn. Ich hätte einfach für eine Laubklinge gehen sollen, ich Idiot. Ich dachte, Digga, der Typ hat einen Wahlschall von mir. Warum outspeedet der mich nicht? Ich hab dem den Wahlschall gepasst, Mann. Was ist denn das für ein dreckiges, langsames Scheiß-Azumarill? Und jetzt fickt er meinen Ambidiffel wieder weg mit einem Hit. Ey, ich könnte kotzen, Alter. Ich könnte kotzen, Mann. Und der Angriff sinkt. Ja, nice, Mann. Richtig gut, ey. So, Mogelhieb, bam. Tschüss, Alter. Plus 3 Mogelhieb Leben Orb, ey. Ah, Leute. Warum outspeedet der mich nicht? Das erste Mal, was ich mir wünsche, dass mich ein Pokémon outspeedet, Mann. So, und jetzt kommt Ferrothorn rein. Oder? Kommt Ferrothorn rein? Keine Ahnung. Ah, ätzend, Alter. Nee, Sumpex kommt rein. Damn! Denkt ihr, dass er schneller ist als ich? Ich drücke auf Zuflucht. 140er Stab plus 3 mit Leben Orb. Ich glaube nicht, dass dein fucking Sumpex das überlebt, mein Freund. Bam! Und das war's mit Sumpex. Kriegen wir noch einen Leben Orb Recoil? Jawoll! Auf 1 KP. Schade, sind wir nicht auf plus 4. Dann könnte das vielleicht reichen gegen Ferrothorn.
vielleicht. Alter, ich hasse diese blöde Kacke, ne? Egal, wir drücken auf Zuflucht. Wir wären jetzt eh... Wir sterben jetzt eh wegen Iron Barbs oder so. Wir können nochmal einen richtig krassen Hit raushauen. 140 Stab Leben Orb, Leute. Und das Ding hat ein hartes Wesen. Okay. Das ist so ziemlich die krasseste Normalattacke, die man auf Ambidiffel spielen kann. Ja, das ist das besondere Set. Man hat zwei Attacken mit Ambidiffel. Ist natürlich riskant, aber wenn es aufgeht, dann macht man so unglaublich viel Damage. Ambidiffel outspeedet die meisten Pokémon. Und ja, mit so einem Hit, ja, wenn das Ding sogar noch auf plus 3... Okay. Wenn das Ding dann noch auf plus 3 ist, habt ihr das Team gesehen, was der dabei hatte? Und dann nimmt er die Pokémon mit, ey. Und dann verliert er auch noch. Egal, wahrscheinlich hat er unser Team gesehen und wollte, dass dass ein bisschen Fairness herrscht, so. Wahrscheinlich war es das, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, mit dieser Attacke, mit diesem Ambidiffel, haut ihr richtigen Damage raus, außer es ist ein Stein-Pokémon oder ein Stahl-Pokémon im gegnerischen Team. In diesem Fall hatten wir das gerade das größte Pech, aber das ist in Ordnung. So. Oh Gott, Alter. Oh je. Okay, Ambidiffel wird mir hier nicht gegen das Gengar helfen, aber gegen alles andere, außer der Rauhaut, Beulenhelm, Knackrack potenziell, outspeedet mein Ambidiffel ein Rayquaza. Oder ein gescarftes, oh Gott. Das könnte ein bisschen speziell werden jetzt. Was soll ich denn mitnehmen? Soll ich mal mit Morbitesse leaden? Oder soll ich... Mit was soll ich... Was soll ich wieder? Er könnte einen Gewalschall... Er könnte einen mit Knackrack leaden. Oh, mit Walschall Knackrack. Dann würde mir das nichts bringen, so. Allerdings habe ich eh keinen besseren Lead außer Morbitesse, Alter. Aber für Dingens bräuchte ich eben Slymog, ne? Es ist so ätzend, Alter. Was ist das denn, Mann? Warte mal, weißt du was? Ich leade einfach mit Ambidiffel. Alter, wir haben das perfekte Lead-Pokémon am Start und leaden nicht damit, Mann? Was ist mit mir kaputt? Jo, schauen wir mal. Der Florian. Alles außer Gengar können wir easy hitten. Und wenn er jetzt mit Gengar leadet, Alter, dann GG, weil das Ding bumst mich einfach weg. Glurak. Okay, er leadet mit Glurak. Ambidiffel. Glücklicherweise ist Ambidiffel schneller als Glurak X und Y, deswegen kann ich einen Mogelhieb raushauen. Wenn er Gengar hat, dann switcht er jetzt raus. Hat er aber anscheinend nicht. So. Alter, what? Der macht 50%? Das ist ein fucking Mogelhieb, Alter. Aber warum Mega entwickelt er nicht? Okay, warum Mega... Yo, das ist ein totes Glurak, Alter. Ne, Mogelhieb hat 40 Stärke und Zuflucht hat 140 Stärke. Dieses Glurak ist auf jeden Fall tot, ey. Holy Banoli, warum kein Mega? Oh Gott. Yo, ich habe nichts für Rayquaza, ne? Ich habe einfach nichts. Ich kann mit Ambidiffel drin bleiben und hoffen, dass ich outspeede. Oh, Junge. Warum? Slymog kann nichts gegen dich. Habe ich Eis? Ne, ich habe Fire Punch, glaube ich, ne? Bin mir nicht mehr sicher. Oh, komm schon, Alter. Ambidiffel outspeedet und die Zuflucht. Die Zuflucht killt einfach ein fucking Mega Rayquaza, Alter. Was ist das denn? Oh, shit, Leute. Oh, shit, Leute. Ich glaube... Digga, ich kann dich nicht ernst nehmen, ne? Ich kann dich wirklich nicht ernst nehmen. Ist es intelligent, jetzt hier rauszugehen? Was könnte er haben, um mich zu bumsen? Eigentlich nichts, ne? Slymog bumst sein Gengar so, mehr oder weniger. Leute, wir haben gerade... Warum kein Mega... Ist es ein Mega-Gengar? Ist es ein Mega-Gengar? Nee, er kann gar nicht mehr megern, weil er Rayquaza schon gemegert hat. Ja, okay. Ich glaube, das ist... ein nicht sehr erfahrener Spieler, denn er hat Gengar dabei und er hat ihn nicht in Mogelhieb oder Zuflucht reingeswitcht, sondern
Ne? Er hat einfach gar nichts gemacht, so. Außer Abgangsbund. So, Elektro. Kein Stab, wir sind speziell defensiv. Schauen wir mal. Ich kann jetzt Schatten stoßen. Ja, sorry für das zweite Battle. Ich entschuldige mich schon mal. Ich glaube, das ist definitiv keine Reputation, beziehungsweise das ist definitiv keine... Kein Vorzeigekampf, aber egal. Ihr habt das Prinzip verstanden von Ambidiffle und mir war es wichtig, nicht nur ein Battle zu bringen, sondern vielleicht zwei, damit ihr seht, wie es funktioniert gegen, ich weiß nicht, erfahrene Spieler und vielleicht weniger erfahrene Spieler, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das, wir gewinnen beide Battles gegen den Japaner und Florian. Yo, Florian war ein kurzer Kampf. Nimm bitte das nächste Mal ein Pokémon mit, was ich mega entwickeln kann. Ohne Rayquaza. ja, macht irgendwie eine R. Florian, falls du das hier siehst, lass Mega Rayquaza zu Hause. Es ist langweilig. Und wie du siehst, verliert es gegen einen Ambidiffle. Alright, Leute. Übrigens, ich habe mir das Feedback zu Herzen genommen und ich werde wahrscheinlich, falls ich mich dran erinnere, werde ich die Sets, die wir hier vorstellen, wie zum Beispiel das Ambidiffle mit dem Mogelhieb und der Zuflucht, werde ich in der Beschreibung verlinken bzw. auflisten, damit ihr das nachzüchten könnt oder was auch immer. Und falls ihr irgendwelche andere Set-Vorschläge habt, dann postet sie mir bitte in die Kommentare. So, dass wir noch ziemlich crazy Sets finden. Ich bin auf der Suche nach so lustigen Sets. Dieses Ambidiffle ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Man sieht es kaum, aber man sieht es schon ab und an. Es gibt es, vor allem bei Turnieren, die ein bisschen Antimeter sind oder was auch immer. Aber ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach sehr, sehr krassen, speziellen Sets, die man so nicht sieht, um sie euch vorzustellen. Deswegen, ich brauche eure Hilfe. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr da irgendwas wisst. Okay, Leute, falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns im nächsten Battle wieder. Haut rein und tschüss, euer Sephiroth.